Es ist Neumondzeit, meine lieben Wasserzeichen, meine lieben Fische, Krebse, Skorpione, am 11.05. Neumond, Neustart, Neubeginn. Und so wie ich das in den anderen Elementen schon wahrgenommen habe, ist es auch hier bei euch ja ein Start in eine gänzlich neue Zeit, in ein gänzlich neues Fühlen. Altes darf zurückbleiben, damit Neues aus dir heraus geschöpft werden kann. Ich bin gespannt, was die Karten jetzt hier zu deiner Situation im Neumond in diesen Energien sagen. Und es war bisher schon spannend bei den anderen Elementen. Vielleicht hast du ein Aszendent, ein Mondzeichen in einem anderen Element. Dann schau da gerne vorbei. Also es lohnt sich wirklich, denn es ist rundum Neubeginn angesagt, wie der Neumond ja sowieso schon vorhersagt. Ne? Ich bitte jetzt hier um eine Hauptenergie oder eine Botschaft für meine Wasserzeichen Fische, Krebs, Skorpion zum Neumond am 11.05. Drei Karten hätte ich dazu gerne, um tiefer zu schauen. König der Schwerter hier. König der Stäbe, ja mein liebes Wasserzeichen. Und eine Karte noch, ist reichlich männliche Energie, die aber dennoch weich daherkommt. Nicht verweichlicht, sondern wow, kraftvoll, voller Leidenschaft. Funken sprühen sozusagen. Und wenn ich die Karten anschaue, mich in die Energie hinein spüre, dann habe ich so das Gefühl, dass du jetzt mit diesem Neumond wirklich alte Käfige, alte Begrenzungen einreißt, dass du wirklich sagst, jetzt zeige ich mich, jetzt stehe ich in der Welt, jetzt gehe ich in die Welt, in dem, wie ich bin, in dem, wie ich mich fühle, in dem, wie ich wahrnehme, wie ich denke. Der König der Schwerter, das steht für klares Bewusstsein, für einen übergeordneten Blick, der König der Stäbe hier, der hier erblüht, Funken sprüht und mit den sieben Stäben, wo du wirklich all das von dir reißt, womöglich, was dir nicht mehr dient. Ich sag doch, dieser Neumond hat es in sich. Obwohl ich gar nicht den blassesten Schimmer habe, in welchem Zeichen, was da noch drumrum und bla und blub ist. Das habe ich absichtlich diesmal nicht gemacht, weil ich wirklich auf die reinen Energien schauen wollte, wie sie sich hier zeigen, wie sie ja einfließen, wie sie sich zum Ausdruck bringen möchten. Das war jetzt ein halber Stapel, deshalb habe ich die wieder reingetan. So, krabbelt es gerade an der Nase. Gibt es noch heute eine Neuigkeit? Was bitte möchte diese Neumondenergie, wow, meinen Wasserzeichen hier sagen? Die vier Kelche, die sieben Kelche und der König der Münzen. So, jetzt fehlt uns nur noch ein König, dann haben wir hier
alle Elemente auf dem Tisch liegen. Ich glaube aber, dass diese Befreiung der Kräfte, von denen ich eben gesprochen habe, da in dir, dich wirklich auf deinen Platz stellt. Dass dir hier Momente und Situationen bewusst werden, wo du dich zurückgehalten hast, wo du etwas nicht annehmen konntest, vielleicht nicht annehmen wolltest, weil du das Gefühl hast, das ist wieder so eine Illusion. Und all diese Illusionen, die trotz seiner Dunkelheit bringt der Neumond hier ans Licht, lässt dich sozusagen darin erwachen, um jetzt deinen Platz einzunehmen. Die 10 Münzen sind hier schon ein Stück weiter hinten auf den Tisch gefallen. Und ich glaube auch, liebes Wasserzeichen, dass du hier mit diesem Neumond dir nochmal deines Wertes auf einer tieferen Ebene bewusst wirst. Dass du für dich womöglich spürst, den Wert, den mir andere gegeben haben oder den Wert, den ich mir selbst aufgrund der Meinungen anderer gegeben habe, der passt nicht mehr. Gefühlt trittst du hier wirklich kraftvoll aus einem alten Muster heraus, aus alten Konditionierungen heraus, um dich selbst, die obere nehmen wir, die anderen tun wir wieder rein, das waren nämlich zu viele, um dich selbst, wow, auf deinen Platz zu stellen. Liebes Wasserzeichen, hier geht es ganz klar um deinen Selbstwert. Ganz klar. Dieser Neumond bringt hier alte Erinnerungen ans Licht, die 6 Kelche, alte Erinnerungen, wo du dich bisher zurückgehalten hast, wo du dich bisher nach diesen Vorstellungen im Außen gerichtet hast, wo du deine Kraft, weil wenn ich das jetzt hier zusammenrechne, wir haben hier 7 Kelche, hier der schaut auf die 3 Kelche, da sind wir schon bei 10 und hier kommt das Ass quasi dazu, da, das fühlst du in dir als Wahrheit, aber das, was dir das Außen bisher erklärt hat, also diese alte Erinnerung, die darf sich jetzt transformieren. Aus diesem Muster darfst du jetzt aussteigen und du bist bereit dazu, da rauszugehen. Du hast die Kraft, du hast die Stärke und du hast hier schon einiges erkannt, muss ich wirklich sagen. Da ist einiges an Verwandlung in dir geschehen, was dir jetzt hier deinen Fokus wirklich ganz klar auf deinen Selbstwert legt, auf die Gaben, die in dir sind, die jetzt zum Ausdruck zu bringen. Die Königin der Stäbe hier, die ist bereit aufzustehen für sich dazustehen. Die ist raus aus diesen alten Gefängnissen. Die ist raus aus diesen alten Mustern. Die hat wirklich hier diese Kraft des Erblühens, die ja hier oben mit dem König der Stäbe schon liegt, für sich genutzt. Ganz klare Entscheidung. Und vielleicht hast du gerade in dieser letzten Zeit oder hier zu dem Neumond ein Krafttier an deiner Seite, weil mir fällt hier diese Schwalbe auf, die dir wirklich mal diesen Blick öffnet, diesen höheren Blickwinkel öffnet
um zu erkennen, auch in dir dann zu erkennen, wo du dir bisher hier etwas schön geredet hast, wo du dich bisher meintest zu schützen oder schützen zu müssen, wo du nicht annehmen konntest, was dir das Leben gereicht hat. Und jetzt ist dir sonnenklar, was da bisher geschehen musste, um dich genau an diesem Punkt, genau in diesem, zu diesem Neumond hier, in eine ganz neue Energie zu initiieren. So nehme ich das wahr. Auch bei dir, liebes Wasserzeichen, hier ein fulminanter Shift in deiner Energie, ein, ja, da, wo du vielleicht bisher mit den Hufen gescharrt hast, wo du gemerkt hast, jetzt darf's doch endlich mal losgehen, das ist jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt kannst du wirklich diese Kraft in dir erkennen, annehmen, auch halten, mit ihr sein. Und du weißt ganz gleich, was da von außen kommen mag. Du bist in deiner Kraft verankert, mit dir verbunden. Du weißt, dass das Universum dir immer wieder neue Möglichkeiten, neue Chancen reicht, um in deinem Selbstwert, in deiner Selbstliebe schlussendlich gestärkt zu sein, gestärkt zu werden. Und ich habe das eben auch schon in den anderen Elementen gesagt, diese Kraft dann wie eine Welle nach außen fließen zu lassen, bedingungslos, einfach aus deinem Herzen heraus, weil du so klar mit dir selbst committed bist. Berührt mich gerade sehr, sehr tief, weil da auch sehr viel für mich gerade nochmal drin liegt, an Antworten, an Hinweisen, wo bisher so Zurückhaltung war, wo, ja, vielleicht Zweifel waren, darf ich das jetzt so annehmen, darf ich das jetzt so in die Welt tragen? Yes, Baby, du darfst, ich darf, wir dürfen. Und es ist gerade jetzt in dieser Zeit wertvoller denn je, wenn du auf deinem Platz bist. Ja. Ich sag doch, der Neumond jetzt hier, also der hat das wirklich in sich. Nichtsdestotrotz möchte ich in der Fortsetzung nochmal eine Ebene tiefer schauen. Nochmal schauen, was so diese Illusionen sind oder wo du dich vielleicht bisher noch nicht so ganz traust, deinem Selbstwert zu vertrauen, deiner Fülle auch zu vertrauen und was dich da eben stärkt und unterstützt. Den Link zur Fortsetzung findest du wie immer unten in der Infobox und auch alle Fortsetzungen wie gehabt im Heartmember-Bereich auf meinem Patreon-Channel. Ich wünsche dir von Herzen einen befreienden Neumond. Alles Liebe zu dir.